Steht die Diagnose Capsulitis adhesiva eindeutig fest, sollte die Behandlung zunächst immer konservativ erfolgen. Bei einer Entzündung der Gelenkkapsel heißt das natürlich primär erst einmal entzündungshemmend. Durch entsprechende Studien wissen wir Mediziner, dass bei einer solchen Entzündung Cortisonpräparate besonders gut wirksam sind. Bei Cortison zucken Sie vielleicht gerade ein bisschen zusammen. Sie haben sicherlich recht, mit Cortison sollte man grundsätzlich eher zurückhaltend sein. Ich versichere Ihnen jedoch, hätte ich eine Capsulitis, ich würde nichts anderes nehmen wollen. Wirkung und Nebenwirkung stehen hier in einem sehr vernünftigen Verhältnis. Als besonders wirksam hat sich herausgestellt, wenn man einmalig ein Depotkortikoid, das heißt ein Präparat, das eine Wirkungsdauer von 3 bis 4 Wochen hat, direkt in die entzündete Gelenkkapsel spritzt. Zusätzlich sollten Cortison-Tabletten über ca. 30 Tage in einer absteigenden Dosis eingenommen werden. Unter dieser entzündungshemmenden Therapie geht die Entzündung in aller Regel innerhalb von einer Woche deutlich zurück. Sobald die Entzündung nachlässt, sollte mit einer intensiven Krankengymnastik begonnen werden. Um den zweiten Aspekt der Capsulitis adhesiva, die Verklebungen, zu lösen. Ganz wichtig ist, dass Sie regelmäßig üben. Hierzu wäre es gut, dass Sie ein paar Übungen erlernen, die einfach, aber effektiv sind. Damit die Gelenkkapsel weich wird, müssen Sie regelmäßig üben. Und damit Sie regelmäßig üben, ist es wichtig, dass Sie eine einfache Übung haben, die Sie letztendlich überall durchführen können. Die sinnvollste, die einfachste Übung, die ich Ihnen empfehlen kann, sieht folgendermaßen aus. Sie suchen sich so ein Sideboard, einen Schrank, positionieren sich so, dass die Hand auf dem Schrank liegt, gehen dann mit dem Po, mit dem Körper zurück und ziehen quasi den Schrank zu sich hin. Jetzt kommt eine gute Spannung in der Gelenkkapsel an. Sie sehen das an meinem Hemd, was ich spanne. Und in dieser Position verharren Sie für 10, 15, 20 Sekunden, also relativ lange, um das Gewebe schön zu dehnen. Dann lockern Sie, machen eine kurze Pause und gehen wieder rein. Wieder halten für 15, 20 Sekunden. Und das sollten Sie 3 bis 4 Mal wiederholen. Durch dieses Wiederholen wird die Gelenkkapsel immer geschmeidiger. Wichtig ist, dass Sie diese einfache Übung dann 3 bis 4 Mal täglich machen. Unter der konservativen Therapie werden ca. 80% der Patienten gut, das heißt beschwerdefrei. Die 20%, die nicht gut werden, weil die Verklebungen so fest sind, dass sie sich durch Physiotherapie und regelmäßiges Üben nicht lösen lassen, sollten operiert werden.